Ein Interview mit einem Piloten und das Schaffele Lea Lichofnik unterwegs in einem Unternehmen. Jetzt in meinem Video. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Logbuch. Das Jahr 2020 hat bereits die Halbzeit erreicht und sicherlich verläuft es anders, als wir alle es uns vorgestellt hätten. Nicht nur die Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen, auch unsere privaten Pläne liegen auf Eis. Für den Fall, dass auch Ihr lang ersehnter Urlaub darunter fällt und sich bei Ihnen langsam ein gewisses Fernweh einstellt, können wir Abhilfe schaffen. Beim letzten Stell dich ein, vergangenen Oktober, konnten wir mit dem Berufspiloten Philipp Keil sprechen und so einen Einblick aus dem Alltag im Cockpit gewinnen. Was für uns meist mit viel Aufregung verbunden ist, erlebt er jeden Tag. Wir fragen uns, bleibt auch nach jahrelangem Fliegen noch eine gewisse Restnervosität zurück? Im positiven Sinne eine Anspannung. Und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, weil Anspannung unsere Konzentration nochmal einfach stimuliert. Und wir müssen natürlich gerade bei Start und Landung sehr konzentriert sein. Und von daher sollte man nicht sich zu sehr auf diese Routine verlassen. Ja, weil man sagt, man steigt ja jeden Tag in ein Flugzeug, sondern sollte schon immer noch jeden Tag sich genau bewusst sein, was steht dahinter, um was geht's und warum ist es ganz, ganz wichtig, dass ich als Pilot hundertprozentig bei der Sache bin. Ja, die Anspannung und Konzentration, die Philipp Keil angesprochen hat, ist wichtig, um blitzschnell zielgerichtete Entscheidungen treffen zu können. Wirkt sich das auch auf die Entscheidungsfindung im Alltag und Privatleben aus? Also ich kann schon sagen, ich fliege seit 17 Jahren und die Arbeit im Cockpit prägt einen natürlich auch als Menschen. Ja? Man nimmt sehr, sehr viel mit von all den Erfahrungen, von den guten, von den weniger guten, von den schwierigen, von den tollen Erfahrungen, die man auf der ganzen Welt sammelt als Pilot und von seiner Arbeit im Cockpit. Und von daher, ja, ich glaube schon, dass ich auch persönlich als Mensch hier dazugelernt habe und die ein oder andere Entscheidung vielleicht sicherer, souveräner treffe, als wenn ich jetzt nicht Pilot geworden wäre. Ja. Die Leidenschaft des Fliegens, die Philipp Keil in seinen Vorträgen vermittelt, teilen viele Menschen auf der Welt. Gleichzeitig verändert sich die globale Auffassung des Luftverkehrs derzeit stark. Stichwort Klimawandel. Wir fragen uns daher, wird die Flugbranche in 10 Jahren noch in dieser Form existieren? Also ich denke, dass die Branche genauso wie alle anderen Branchen auch einem großen Wandel, großen Herausforderungen unterworfen ist. Ja. Ich glaube, wir stehen vor großen Aufgaben, aber ich glaube, dass wir da auch auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ich denke, dass Fliegen definitiv auch in Zukunft das Fortbewegungsmittel Nummer 1 sein wird, wenn es über längere Distanzen geht. Es ist einfach der Inbegriff der Freiheit des Menschen, ja, dass wir frei sind und uns frei auf dieser Welt bewegen können und Träume, Wünsche auch erfüllen können mit diesem Verkehrsmittel. Und die Branche ist dabei, neue Antriebstechniken zum Beispiel zu entwickeln, damit das Ganze nicht weiter auf Kosten des Klimas geht. Und von daher bin ich da sehr optimistisch, dass wir auch zukünftig noch mit einem guten Gewissen und ganz mit einem sicheren Standing da ins Flugzeug steigen können. Ja, dieses positive Fazit beendet den ersten Teil unseres Interviews. In der zweiten Runde in den kommenden Wochen erfahren Sie außerdem, wie Sie Ihren nächsten Langstreckenflug bestmöglich genießen können. Unser Schaffele Lea Lichofnik war auch wieder unterwegs, wenn auch nicht ganz so weit und ohne Flugzeug. In dem Fall nämlich in Sauldorf im Süden des Landkreises hat sie der Firma AMT Schmied einen Besuch abgestattet. Und wir waren wie immer mit dabei. Was geht ab, ihr da draußen? Ich bin heute mal wieder für euch in Krumbach. Und was die Firma AMT Schmied mit diesem Rollstuhl zu tun hat, schauen wir uns jetzt an. Also machen wir uns auf die Suche nach den ersten Azubis. Let's go! Da ist schon die Erste. Hi, wer bist du und was machst du hier? Hallo, ich bin Nora. Ich mache Ausbildung als Zerspannungsmechaniker und bin im 3. Lehrjahr. Und jetzt bin ich bei AMT, aber ich weiß eigentlich noch gar nicht so richtig, für was steht AMT oder was macht AMT? AMT steht für Auto Move Technology. Wir stellen Elektroantriebe her für Rollstühle und Treppenaufzüge. Okay, und warum hast du gesagt, ich will Zerspannungsmechanikerin werden? Das kam eigentlich über die Schule. Ich konnte irgendwann wählen zwischen Hauswirtschaft und Technik. Ich habe mich dort schon für Technik entschieden
habe dann danach 2-jährige Berufsfachschule gemacht Richtung Metalltechnik und weil mir das Spaß gemacht hat, wollte ich dann auch einen Beruf in die Richtung machen. Was waren dann am Ende für dich Highlights? Ein Highlight ist auf jeden Fall, dass man hier in jede Abteilung einen guten Einblick bekommt. Der Azubi-Ausflug ist jedes Jahr ein Highlight und das Lernen von neuen CNC-Steuerungen macht Spaß. Hi, wer bist du? Ich bin Raphael, bin 19 Jahre alt, derzeit meine Ausbildung zum Zerspannungsmechaniker und bin im ersten Lehrjahr. Warum hast du dich für den Beruf als Zerspannungsmechaniker entschieden? Bevor ich die Ausbildung begonnen habe, war ich ein paar Monate in einer Firma als Leiharbeiter sozusagen tätig und der Umgang mit technischen Maschinen hat mir sehr gefallen und deswegen dachte ich mir, so in der Richtung könnte ich eine Ausbildung später mal machen. Und warum jetzt genau AMT Schmied? Die Firma hat von außen einen recht guten Eindruck hinterlassen und viele Freunde von mir arbeiten hier, die haben mir ein paar Sachen gesagt und deswegen habe ich mich dafür AMT Schmied entschieden, ja. Hallo, wer bist du und was machst du hier bei der Firma AMT? Ich bin der Steffen Unold, bin Azubi im dritten Lehrjahr zum Zerspannungsmechaniker. Warum hast du dich für den Beruf entschieden? Weil ich absolut null Bock mehr auf Schule hatte nach meinem Schulabschluss. Aber hier habe ich natürlich auch wieder Schule, aber es ist halt verbunden mit Arbeit und dann macht es einfach generell viel mehr Spaß. Und was macht dir daran jetzt genau Spaß? Was genau ist natürlich der Umgang mit der CNC-Maschine, was mir sehr, sehr viel Spaß macht und natürlich auch das Klima mit der Arbeitskollege. Und wenn jetzt ein neuer Azubi zu euch in die Runde mit reinkommt, was würdest du dem auf jeden Fall mit auf den Weg geben? Räumliches Vorstellungsvermögen und natürlich auch handwerkliches Geschick. Dann will ich mir das handwerkliche Geschick jetzt mal angucken und ihr seid dabei. Bin ich hier richtig im Lager? Wer bist du? Hi, bist richtig. Ich bin die Merve Kandemir, mache die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik und bin im zweiten Lehrjahr. Also mittendrin in der Halbzeit. Was waren für dich bisher Highlights? Highlight war, dass ich meinen Staplerschein machen durfte, weil das mal was ganz anderes war. Und auch Inventur, was das überhaupt so ist. Den ganzen Tag zu zählen. Und was macht dir besonders Spaß daran an deiner Arbeit? Für die Ausbildung habe ich mich entschieden, weil es nicht nur sitzen ist, sondern dass man körperlich mehr aktiv ist und ich es einfach nicht mag, nur vorm PC zu sitzen den ganzen Tag. Und wie dieser Ausbildungsberuf ist, das teste ich jetzt für euch. Und das war's mal wieder von meiner Seite aus als Schafferle. Heute habe ich bei der Firma AMT Schmied viele Ausbildungsberufe getestet. Und diese Motorwelle, die hier in dem Haus aus einem Rundstahl gefertigt wird, kommt jetzt in meinen Beutel. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann! Was eine Motorwelle ist, wissen wir dank unserem Schafferle jetzt auch. Damit sind wir bereits am Ende unseres Logbuchs angelangt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!